Was ändert sich mit dem nächsten Update High Isles eigentlich so alles für uns Spieler in The Elder Scrolls Online? Was sind so die Grundspieländerungen, die alle was angehen? Das heißt also, alles, was nicht mit den Klassen zusammenhängt, und genau das möchte ich euch heute hier in-game zeigen. Wir gucken uns heute also die Überarbeitung des Arsenalsystems an, den neuen Schnellzugriff, den es auf dem PC geben wird. Die Champion-Punkte wurden genervt und überarbeitet. Auch hierzu nochmal ein paar genauere In-Game-Einblicke. Ich möchte mir das mit euch ein bisschen genauer anschauen. Und es gibt drei neue Crafting-Sets. Diese drei neuen Crafting-Sets werden zwar im Gebiet High Isles herstellbar sein, aber man kann sie sicher auch von anderen Spielern herstellen und man kann sie in Gildenhäuser reinstellen. Man muss also nicht High Isles besitzen, um diese neuen herstellbaren Sets spielen zu können. Und diese neuen herstellbaren Sets werden vermutlich die Empfehlungen von vielen Content-Creatern ändern. Denn sie werden das neue Nonplusultra sein in The Elder Scrolls Online. Und ja, gucken wir uns das alles mal ein bisschen genauer im Detail an. Dazu bin ich hier, springen wir direkt ins Spiel und fangen wir mit dem ersten Thema an. Mundussteine werden jetzt im Arsenalsystem gespeichert. Sie haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, es gab wohl irgendeinen Fehler anscheinend, der das Ganze verhindert hat, beziehungsweise man konnte nicht einfach so drumherum arbeiten. Und inzwischen ist klar, vermutlich war das Problem das Set Doppelstern. Doppelstern ist ein herstellbares Set, was man in Karkstein herstellen kann. Und zwar hier irgendwo. Und dieses herstellbare Set erlaubt es euch, zwei Mundussteine parallel zu nutzen. Vermutlich hat das rumgebackt mit dem Arsenalsystem bei der ersten Einführung. Und damit man das nicht exploiten, also nicht ausnutzen kann, haben sie das erstmal nicht implementiert. Einige Content-Creator haben ja vermutet, dass es daran liegt, dass sie die Mundussteine parallel für Kronen verkaufen. Zenimax hatte aber auch damals schon gesagt, nein, daran liegt es nicht. Aber jetzt ist es eh obsolet, denn wie ihr seht, Mundussteine werden jetzt hier angezeigt, direkt neben dem Fluch, also hier, wo auch Vampir oder Werber steht, könnt ihr jetzt auch euren Mundusstein abspeichern. Des Weiteren wurde der Schnellzugriff überarbeitet. An der Konsole gab es ja bereits zwei Formen des Schnellzugriffs. Einmal, wenn ihr die Pfeiltaste nach rechts drückt, dann bekommt ihr Zugriff auf euren sozialen Interaktionsschnellauswahl. Da könnt ihr also Emotes raufpacken oder zum Beispiel vorgefertigte Texte. Und dann gibt es einmal die Schnellauswahl, wenn ihr den Pfeil nach oben klickt. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, eure Verbrauchsgüter, eure Werkzeuge und so weiter und so fort aufzurufen. Also die Konsole hatte bereits in der Vergangenheit Zugriff auf insgesamt 16 verschiedene Schnellzugriffslots. Der PC hatte bis jetzt nur Zugriff auf 8, das wird jetzt geändert. Man hat jetzt Zugriff auf 40 und zwar 5×8. Wir haben jetzt 5 verschiedene Schnellauswahlräder und können mit der linken und rechten Maustaste nach links und rechts durch die Schnellauswahlräder durchschalten. Einmal haben wir hier die Schnellauswahl für Verbrauchsgüter. Wenn wir jetzt einmal nach rechts klicken, haben wir die für Aktionen, also zum Beispiel Emotes. Nochmal nach rechts, dann haben wir Andenken. Nochmal nach rechts haben wir Gehilfen und Gefährten, also Banker oder eure kämpfenden Begleiter. Nochmal nach rechts haben wir Werkzeuge, also zum Beispiel das Antiquitäten-Ding, womit wir so einen Hinweis bekommen, wo sich die Antiquität befindet. Oder wenn wir ein aktuelles Event haben, wo wir 100% mehr Erfahrung bekommen, können wir diese Gegenstände hier reinlegen. Und dann kommen wir wieder zum Anfang. Man kann also sowohl nach links unendlich durchklicken, als auch nach rechts unendlich durchklicken. Das ist die neue Schnellauswahl. Wenn ihr Q gedrückt haltet, könnt ihr die benutzen und durch die verschiedenen Sachen durchschalten. Was auch alle was angeht, sind die überarbeiteten Champion-Punkte und da wurde einiges geändert. Ich mach mal die wichtigsten Sachen. Und zwar wurden die Champion-Punkte überarbeitet, die euren Schaden allgemein erhöhen. Ja, die wurden, wie gesagt, hauptsächlich überarbeitet, um ein bisschen Schaden aus dem Champion-Punkte-System rauszunehmen und aus dem Late-Game sozusagen. Also es gab Damage-Tests, wo Spieler 120, 130, 140.000 Schaden geschafft haben und Zenimax sagt, hey yo, pass mal auf, mit so viel Schaden werden einige Mechaniken im Spiel einfach viel zu einfach und umgänglich und wir wollen, dass die Leute, dass das Champion-Punkte-System keine riesige Kluft zwischen Fortgeschritten und neue Spieler reißt, deswegen machen wir das jetzt so, wir nehmen ein bisschen Power aus dem Champion-Punkte-System raus, allgemein, um den Schaden im späten Spielverlauf etwas zu verringern, denn der ist einfach zu hoch.
dem stimme ich prinzipiell zu, auch wenn ich jeden Spieler nachempfinden kann, der sagt, hey, mir wird da jetzt was weggenommen. Ich verstehe das absolut, wenn man davor schon, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Schaden gemacht hat. Jetzt macht man halt eben 1.000, 2.000 Schaden weniger. Dann fühlt sich das vielleicht doof an. Das kann ich sehr gut verstehen, wenn man davor 100.000 Schaden geschafft hat. Mit dem neuen Update schafft man vielleicht nur noch 98.000. Alright, I understand. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Und zwar gibt es jetzt hier nicht mehr 5 Stufen, die uns jeweils 2% mehr Schaden geben. Einzelzielschaden, Schaden über Zeit, Flächenschaden und direkten Schaden. Sondern es gibt jetzt 2 Stufen, die euch statt nach 10 Champion-Punkten, erst nach 25 Champion-Punkten, 3% geben. Das heißt also, statt 10%, was wir maximal erreichen können, jetzt nur noch 6%. Statt 5 Stufen mit jeweils 2%, 2 Stufen mit jeweils 3%. So haben sie es geändert, das neue, also das überarbeitete Champion-Punkte-System. Das Ganze gilt nicht nur für die, die den Schaden erhöhen, sondern auch für die, die den Schaden verringern. Das heißt also genauso hier auch für diese Champion-Punkte. Da wurde das genauso angepasst. Aber hier diese Champion-Punkte, die besonders interessant sind, die wurden nicht geändert. Genau. Soweit, so gut. Also da wurde ein bisschen Schaden aus dem Spiel rausgenommen. Des Weiteren hier wurde Hinterhalt überarbeitet. Hinterhalt gibt einem jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr 15% mehr, also 5 mal 3%, sondern nur noch 5 mal 2%, also 10% mehr kritischen Schaden aus dem Hinterhalt heraus. Das gleiche bei Kampffinesse wurde auch ein bisschen reduziert. Wir kriegen jetzt hier nicht 5 mal 2%, sondern 2 mal 4%, also von 10 auf 8% reduziert. Das sind, denke ich mal, so die wichtigen. Und es sind auch ein paar Sachen erhöht worden. Ich denke, das ist natürlich auch für den einen oder anderen interessant. Und zwar haben wir einmal hier Zorn erfüllte Schläge. Das wurde erhöht von 33 Magienwaffenkraft auf 41. Das gilt allerdings nur für Fähigkeiten. Das heißt also, es gilt zum Beispiel nicht für eure leichten und schweren Angriffe. Also gewährt pro Stufe Magienwaffenkraft bzw. Schaden für eure verursachten Fertigkeiten. Hier unten haben wir mal allgemein Magienwaffenkraft. Das können wir auch nochmal erhöhen. Das heißt also beispielsweise, wenn wir einen Trank aktivieren, kriegen wir nochmal 30 Magienwaffenkraft obendrauf. Dementsprechend haben wir hier 180, hier 205. Ich denke, das ist zu wenig. Der Champion-Punkt wird nach wie vor unrelevant bleiben. Oder er wird ganz minimal an die anderen Champion-Punkte rankommen, aber für Schaden im Allgemeinen gehe ich davon aus, dass wir nach wie vor hauptsächlich diese Champion-Punkte hier auswählen. Auch wenn einige Content-Creator gesagt haben, der wird jetzt interessanter werden und der wird jetzt das neue Nonplusultra. Ich glaube, 205 Waffenkraft reichen ehrlich gesagt immer noch nicht aus und der beeinflusst nur den Schaden, den Fertigkeiten verursachen. Ist nicht erhöhbar. Also mit Tränken kann ich hier nicht noch mehr Magie-Waffenkraft rausholen, nicht so wie bei dem hier. Dementsprechend meiner Meinung nach nach wie vor nicht das krasse Ding. Hier können wir jetzt mehr dedrischen Schaden machen. Und zwar wesentlich mehr dedrischen Schaden. Das ist so eine kleine Explosion, die man alle paar Sekündchen auswirken kann. Empfinde ich als ziemlich strong. Davor hatten wir hier 2 Stufen mit 2000 Schaden. Jetzt haben wir 5 Stufen mit 2560 Schaden. Also sehr viel stärker. Sehr starker Flächenschaden. Ich glaube, im Solo-PvE, in Arenen, könnte das sehr interessant werden. Vielleicht auch im PvP, je nachdem. Also dementsprechend, wenn der so bleibt, durchaus vielleicht in Zukunft ein Champion-Punkt, den wir uns annähern, den wir uns anschauen. Es gibt auch 2 neue aktive Champion-Punkte, die wir jetzt in Zukunft aktivieren können. Und zwar einmal haben wir Naturgewalt neu mit am Start. Pro negativen Effekt, der auf den Gegner, negativen Statuseffekt, der auf den Gegner geht, kriegen wir 900 offensive Durchdringung. Besonders für Spieler mit viel mittlerer Rüstung sehr interessant, also Ausdauerspieler. Wir müssen hier wissen, mit Statuseffekten sind hier keine negativen Effekte gemeint. Das heißt also, wenn wir den Gegner verkrüppeln auf den Gegner haben, der Gegner also 10% oder 5% weniger Schaden machen, kriegen wir jetzt nicht 900 bzw. 1800 mehr Durchdringung. Sondern da sind nur Statuseffekte gemeint, die tatsächlich Statuseffekte sind. Das heißt also, vergiften, brennen, unterkühlt
oder Blutung. Das sind Statuseffekte. Ja? Die werden von diesem Champion-Punkt hier verstärkt. Und dann gibt es noch einen zweiten Champion-Punkt, der nennt sich Gleichgewicht. Wo ist er denn? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ansonsten muss ich euch den Inhalt von diesem Champion-Punkt einfach wiedergeben. Und zwar hat dieser neue Champion-Punkt den Effekt, dass wir aus dem Gleichgewicht gebrachten Gegnern mehr Schaden machen können. Besonders stark für Spieler, die beispielsweise mit Blitzstäben spielen. Oder aber auch für Schadensausteiler. Jetzt, wo hier der Schaden ja verringert wurde, könnte es interessant sein, diesen aus dem Gleichgewicht Champion-Punkt mitzunehmen in Zukunft. Der wird, denke ich, schon sehr spannend werden. Ausnutzer, guck mal, hier ist er sogar. 10% mehr Schaden gegen aus dem Gleichgewicht gebrachte Gegner. Dadurch, dass das jetzt hier weniger Schaden macht, könnte der interessant sein, weil es 10% sind und nicht irgendwie 6%. Dementsprechend vielleicht, müssen wir mal gucken, der wird ganz nah am interessant dran sein. Dementsprechend bleibt das noch abzuwarten, ob es nun wirklich das neue Ding sein wird. Müssen wir noch ein bisschen die Schadenstests anschauen. Auch neu mit dazugekommen sind neue Crafting-Sets. Wie gesagt, da hat jeder Zugriff drauf. Auch wenn die Handwerksstationen im Gebiet sind, könnt ihr die euch von anderen Spielern herstellen lassen. Oder aber euch die Sachen ins Gildenhaus stellen. Ja, das erste Crafting-Set wird das neue Nonplusultra-Crafting-Set für alle Schadensausteiler werden. Das heißt also, egal ob ihr Magiker oder Ausdauerspieler seid, egal ob ihr davor Hunding, Sonno oder Julianus hattet, das wird das neue Set für euch werden. Wir bekommen durch dieses Set hier unglaublich viel kritische Wahrscheinlichkeit, nicht Effizienz, sondern Wahrscheinlichkeit. Wir können das auch einmal ausrechnen. Also wir bekommen jetzt, wenn wir das auf Gold aufwerten, zweimal 657 und dann nochmal 943. Das sind dann letzten Endes, wie ihr sehen könnt, 10% erhöhte kritische Wahrscheinlichkeit und 8% kritische Effizienz, also kritischer Schaden und kritische Heilung und Magie und Waffenkraft. Das sind Werte, die kann man auf allen Mal, kann allen Ausdauerspielern gut gebrauchen. Man kann es herstellen in leicht oder mittel oder schwer. Dementsprechend, Leute, das ist das neue Ding. Entweder man spielt Julianus und dieses Set hier oder man spielt Hundingshorn und dieses Set hier oder man spielt alte Drachengarde und dieses Set hier. Das ist das neue Crafting-Set. Wenn das so bleibt, nice. Freuen wir uns drauf. Das erste seiner Art wird ein neues 12er-Set und zwar Druidenflechte. Die gibt uns massig Magie und Waffenkraft. Die Werte wurden nochmal minimal überarbeitet und zwar geben die ersten 4 Effekte jetzt ein bisschen weniger, die letzten 8 Effekte ein bisschen mehr. Wir bekommen hier einfach massig Magicka und Ausdauer und auch Leben. Das wird das neue Einsteiger-Set sein für Tanks, wenn man noch gar kein Set am Start hat. Auch das, denke ich, sehr interessant. Übrigens die beiden Sets, wo ihr die finden könnt, einmal hier auf der High Isles-Karte gezeigt, von der Seite von Alkas und Wöhler. Könnt ihr euch das hier ganz normal anschauen. Also dementsprechend, das ist das neue Ding. Das ist das neue Set für vielleicht auch im PvP ein Einsteiger-Set. Ich denke aber eher für PvE-Tanks, die noch nichts haben, wird das ganz interessant werden. Ja, und das letzte Set, was ich als uninteressant erachte, ist hier Verachtende Schlange. Auch hier, wir kriegen nur für Statuseffekte 16 Sekunden, also wir kriegen 16 Sekunden verlängerte Statuseffekte. Damit sind wieder nur Bluten, Vergiften und so weiter und so fort gemeint. Nicht negative Effekte wie Verkrüppeln, etc. Dementsprechend meiner Meinung nach nicht so interessant. Ja, das sind die neuen Sachen, die jetzt letzten Endes mit dazukommen. Und wenn ihr euch anschauen wollt, wie das neue Kartenspiel interessiert und warum ihr dieses neue Kartenspiel unbedingt spielen solltet, auch wenn ihr noch ein bisschen skeptisch seid, dann schaut mal in diesem Video hier vorbei. Da habe ich euch einen Guide, alles detailliert erklärt, wie läuft so eine Spielrunde ab, was sind die Basics, was gibt es für Karten, warum ist es kein Pay-to-Win und so weiter und so fort. Und nochmal ein paar Ticks und nochmal ein paar Strategien, wie ihr gewinnt in diesem Video.